größte Fehler in meinem Leben gemacht. Oh, Mann. Ich muss sagen, ich bin echt auf alle, die dabei sind, einfach super stolz. Wir haben eine super Stimmung zusammen. Wir haben einfach eine gute Zeit. Am Ende sind wir, die rausgehen auf dem Rad und da eine Leistung liefern müssen. Aber um das zu schaffen, müssen alle Leute im Staff genau die gleiche Leistung auf ein anderes Gebiet bringen. Jeder kann so sein, wie er ist im Team. Ich kann zum Beispiel super kochen. Es macht mir extrem viel Spaß. Eine Engstelle reinfahren, absteige und. Probieren noch an zweiter Position zu sein, dass die anderen nicht vorbei können. Die Sina, die ist extrem fokussiert und wird kämpfen für jeden Platz im Rennen. Ja, das respektiere ich. Genau. Bye-bye. Hallo! Wie gesagt, breit, aber eigentlich kannst du nur eine Linie fahren. Einfach gut positionieren. Ja. Yeah, it was cool, it was such an exciting race. I didn't get distracted at all or something. It was like a very quiet race in my head. It just feels lighter now. I've proved it to myself, so the only thing that's left now is riding my bike, and that's just fun. Staubputzen. Ich wurde auf die Nase. Du machst immer rechts. Der ist scheiße. Genau, und Emi hat es. Ich weiß. Barbie ist unsere Älteste. Ja, sie ist auch eine ganz lustige Person. Benko schaut immer ganz seriös. Außer jetzt. Sebi ist eigentlich der Physio, ist ein Wahnsinnsmensch. Der ist genauso für die Mädels da wie alle anderen. Das ist scheiße. Das ist alles scheiße da. Der sind Optionen, also Steilheit, Gelände. Und das ist eigentlich so ein bisschen typisch für Andorra. Die Anne, sie kommt von Holland. Sie hat dieses Jahr ihren ersten Weltcup bei der Elite gewonnen. Das macht es auch wieder interessant, mit dir zu arbeiten und für sie da zu sein, weil du kannst nicht einfach sagen, es ist einfach so. Die Anne will dann schon auch wissen, warum. Warum schaltet jetzt die Schaltung? Warum soll ich auf der Strecke da genau jetzt durchfahren? Seid ihr ready? FIFA? Egal was, der Andi macht eigentlich alles. Ob es Kochen ist, Einkaufen, wenn es sein muss, früh um 6 oder nachts um 11. Fliegt während er mit den Damen auf der Strecke, ist gleichzeitig noch mit der Drohne die Strecke ab. Und steht irgendwo im Gebüsch und macht die Fotos. Die Strecke ist ein etwas anderes, als wir uns sonst gewohnt sind. Alles, was technisch ist, ist gebaut. Also, wie Sina sagt, Bikepark. Tom, also Teammanager. Ich finde es richtig gut, dass man mit ihm seriös sprechen kann. Man kann richtig, richtig gut Spaß haben mit ihm. Uwe, der Mechaniker. Der ist der präziseste von allen. Lisa ist die einzige U23-Fahrerin. Sie kommt von Österreich und ist eine lustige, aufgestellte Person. Und das ist meine erste Zeit, dass ich halt in Leger bin. Die französischen Zuschauer sind halt einfach verrückt, immer gute Stimmung. Da war einfach die Hülle los. Also da kommen unglaublich viele Leute zuschauen, die sind unglaublich laut. Ja, ich freue mich aufs Rennen. Die Anja, ja, die hat die gleiche Leidenschaft für ihr Job, glaube ich, als wir für unsere haben. Das ist schon sehr speziell.
4 und 7. Stark, geil. Ich meine, wir haben nach 8 Jahren haben wir jetzt unseren ersten Elite-Weltcup gewonnen. Ich glaube, für uns alle ist einfach, anstatt dass wir jetzt mehr Druck hätten, ist für uns alle eigentlich so dieser große Stein einfach abgefahren. Dass wir wissen, wir können das auch. Wir machen das so gut, dass man da einen Weltcup gewinnen kann. Wir lassen den Druck jetzt hinter uns und wir gehen jetzt mit dem Spaß in die nächsten Rennen.